Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei einem neuen Community-Push-Video. Eine neue Promotion steht an, ein neuer Gast wartet mal wieder und ja, am besten stellt er sich mal vor. Hallo, ich bin Jan, 14 Jahre alt und ja, mache YouTube-Videos. Jo, und wie geht's dir so, mein Freund? Mir geht's eigentlich super, und dir? Jo, klar, alles paletti, hä? Freut mich. Und freust dich dabei zu sein? Ja, klar. War ja jetzt schon, habe ich etwas länger gewartet, aber so. Aber Hauptsache, man kommt noch dran. Ja. Das ist wichtig. Ja, du könntest noch mal im Zuschauern sagen, was sie gerade im Hintergrund sehen als Video. Ja, das ist so ein Zusammenschnitt aus allen meinen Videos. Also ich mache ja Real-Life-Videos und da kann ich jetzt kein Gameplay oder so machen. Also, ja. Ja, was sehen sie da so? Ja, verschiedene Ausschnitte aus meinen Videos. Unterwegs-Videos, wie ich mit Freunden irgendwas mache oder, ja, könnt ihr euch ja angucken. Okay, genießt das und wir fangen gleich mit dem Interview an, oder? Ja, genau. Gut. Erste Frage, Name deines Kanals und wie kamst du auf deinen Namen? Das ist ganz einfach, mein Kanalname ist Jan VE, Jan, so heiße ich in Real Life, und VE sind halt die ersten Buchstaben meines Nachnamens. Oh, okay, ganz easy, locker, flockig, jo. Aus der Hüfte. Okay, gut, zur zweiten Frage, was machst du genau auf deinem Kanal? Ja, wie ich schon gesagt habe, Real-Life-Videos, da, ja, ich habe eine kleine Kamera, damit nehme ich immer ein paar Sachen auf und lade es dann hoch. Gut, dritte Frage, aktuelle Projekte, ich weiß nicht, ob du da welche hast, aber kannst ja trotzdem vielleicht was dazu sagen. Und wie aktiv bist du auf deinem Kanal? Ja, Projekte habe ich eigentlich so, ich nenne das Unterwegs-Videos, das sind so kleinere Videos mit der Kamera und Follow-Me-Rounds, das sind halt größere Videos. Mit mehr Arbeit und wenn ich irgendwo hinfahre oder so. Und wie aktiv bin ich? Ja, ich versuche alle zwei Tage ein Video hochzuladen. Klappt nicht immer, wenn ich nichts Spannendes habe, was ich gerade mache, kann ich das natürlich jetzt auch nicht aufnehmen, aber ich versuche schon so alle zwei Tage ein Video hochzuladen. Okay. Und macht's Spaß mit Real-Life-Videos nur? Ja, ich finde, das ist was Besonderes, macht nicht jeder und auf jeden Fall ein Teil dann des Lebens, so immer mit der Kamera dabei zu haben, wenn irgendwas Spannendes passiert, aber mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Okay, irgendein Vorbild, der auch sowas macht? Ja, ungefilmt und ja. Ja, und dann gibt es noch andere Chaoten, die aber dann nur Spaß machen, nur Scheiße ja. Bauen. Wie die ganz Großen, brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Jo, gut, dann ab zur vierten Frage. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? Ja, ich möchte auf jeden Fall immer wieder regelmäßig Videos bringen, also niemals inaktiv werden, sage ich mal. Damit meinen Zuschauer unterhalten und ja. Jo, irgendwas anderes so geplant, so projektmäßig? Ja, auf jeden Fall so große Follow-Me-Rounds. Ich fahre jetzt in Urlaub in der Woche und da werde ich versuchen, jeden Tag ein Video rauszuhauen und was ich so im Urlaub mache. Okay, irgendwelche mal Spiele oder so, die du vielleicht mal spielen möchtest? Auf dem Kanal jetzt nicht. Ich habe noch einen Grafikkanal, aber der ist eher so neben Zweitkanal. Aber Spiele möchte ich auf diesem Kanal nicht machen. Okay, aber ein rieses Gaming-Equipment. Ja, das habe ich natürlich. Ich bin natürlich leidenschaftlicher Zocker. Okay, weil das sieht man gerade im Video, deswegen. Okay. Fast ja. Das gleiche wie ich. Also die Tastatur ist, glaube ich, die gleiche, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Ja, Rocket. Nein, ist nicht ganz Rocket, aber ich glaube, nee, ich habe nicht ganz genau die gleiche. Fast. Ja. Fast die gleiche Maus. Aber okay, Rocket ist natürlich genial. Ja. Gut, ab zur fünften, letzten Frage. Gamescom 2014, bist du am Start? Ja, natürlich habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Ich mache so ein kleines Fan-Treffen. Ich bin zwar jetzt noch was kleiner, aber mehr dazu gibt es dann in diesem Video. Könnt ihr euch ja anschauen. Und ja. Genau. Haben wir ja schon drüber geredet. Genau. Vielleicht treffen wir uns ja, wer weiß. Bin ja auch da. Ja, sehen wir ja dann, wenn Video die Zeit da ist. Eben, mach ja auch ein bisschen was Kleineres. Schauen wir mal. Gut, dann war's das mit dem Interview. Hast du noch eine Frage an mich? Ja, was ist dein größtes Ziel auf YouTube? Also mein größtes Ziel, gute Frage, nächste Frage. Also ich bin, also so zielmäßig 1000 Abonnenten. Das wird mir eigentlich schon fast reichen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Man kann es okay. Nie wissen. Ja. Also ich glaube, wenn du schon 1000 Abonnenten hast, dann denkst du schon, boah, schauen dich aber schon eine Menge Leute an. Ja, das geht eigentlich schneller, als du denkst. Ja, eben. Also ich lasse mich eigentlich überraschen. Also, wer weiß, was kommt. Vielleicht sind es irgendwann mal 2000, vielleicht sind es irgendwann mal 3000, vielleicht sind es mal 100.000, wer weiß.
kann man nie wissen. Wer weiß. Eben, vielleicht habe ich auch was anderes, Real Life wichtiger und ich habe auf YouTube, wer weiß das. Kann man nie wissen. Naja, ja. Aber danke an dich, dass du dabei warst. Kein Problem. Gut, und hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Ja, schaut auf jeden Fall bei mir vorbei und ja, lasst ein Like da auf dem Video, würde mich freuen. Sonst an der Gamescom bei ihm vorbeischauen. Jo. Jo, gut, dann war es das Metal-Metal-Jo für heute. Link wie immer als erstes in der Videobeschreibung. Schaut bei dem Kerl vorbei, unterstützt ihn, schaut seine Videos an, wo er überall ist, wo er überall steckt, was er überall macht. Und unterstützt ihn, abonniert den, gebt ihm Feedback, sonst könnt ihr ihn auf der Gamescom treffen, wie mich auch. Und ja, ich würde mal sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.